Sie ist und bleibt umstritten, die Mund-Nasen-Schutzmaske. Aktuell Pflicht in Apotheken, Supermärkten oder beim Essen gehen. Selbst die Wissenschaft ist uneins darüber, wie viel die herkömmlichen Masken tatsächlich bringen. Fix ist nur, sie schützt zumindest andere Personen, also etwa unser Gegenüber vor eigenem Husten oder Niesen. Aber das soll sich jetzt ändern. Ein kanadisches Unternehmen hat eine Maske entwickelt, die 99% aller Corona- und Influenza-Viren abtötet. Hallo, hallo. Dazu haben wir Helmut Kaspers getroffen. Er möchte diese Masken in Österreich verkaufen. Derzeit haben wir am Markt die klassischen Mund-Nasen-Schutzmasken, die halt nur davor schützen, dass man den Virus von sich aus an die Umgebung abgibt. Oder wir haben dann eben die FFP2- und FFP3-Masken, die einen eingebauten Filter haben, die halt den Virus filtert. Bei keinen dieser Masken wird aber der Virus im Prinzip deaktiviert und eliminiert. Anders ist das bei der sogenannten Triomed-Maske. Eine spezielle Jodschicht auf der Oberfläche deaktiviert Viren und Bakterien innerhalb weniger Minuten. Auf einer normalen Maske hingegen bleibt das Coronavirus bis zu 7 Tage lang ansteckend. Es ist einfach so, dass wenn der Virus, also dieses Partikelteilchen des Virus auf die Maske auftrifft, dann kommt es zu einer chemischen Reaktion. Das klingt jetzt vielleicht dramatisch, man merkt es gar nicht, man spürt es gar nicht, man sieht es, man hört es nicht. Und in dieser chemischen Reaktion wird ganz einfach der Schutzmantel des Virus zerstört oder deaktiviert sich dadurch der Virus selber. Viren haben natürlich auch einen Mantel und sind dadurch geschützt. Und diese Maske, dieses Triiodid, zerstört diesen Mantel und dadurch ist der Virus deaktiv. Und das Virus eliminiert. Im Gegensatz etwa zu einer FFP2-Maske. Die hält zwar auch 94% der Viren durch einen Filter ab, kann sie aber eben nicht töten. Die Universität Toronto hat die Wirkung mittlerweile auch wissenschaftlich bestätigt. Die Universität von Toronto hat sich der Thematik angenommen und hat einmal nachgeschaut, wie schaut denn das jetzt wirklich aus? Ist das jetzt nur ein einfach dahingesagt, dass das funktioniert oder hat das auch eine wissenschaftliche Basis? Und hat also festgestellt, dass innerhalb von Minuten, wobei über Minuten kann man reden, was heißt das, der Covid-19-Virus auf der Maske in dem Moment, wo der auftrifft, deaktiviert wird. Die Universität von Toronto hat auch eine Studie dazu gemacht, die wird demnächst in einer Fachzeitschrift publiziert werden. Zudem hat die Maske eine sogenannte CE-Zertifizierung. Das bedeutet, dass sie in der Europäischen Union als Medizinprodukt zugelassen ist. Ein CE-Zertifikat sollte überhaupt auf jeder gekauften Maske zu finden sein. Das ist schon einmal ein gewisser Qualitätsnachweis. Es gibt natürlich viele Masken, die heute angeboten werden auf den Märkten. Und ich habe das jetzt selber in den letzten Tagen erlebt. Die erste Anfrage ist immer, habt ihr CE? Also mittlerweile ist da schon ein gewisser Qualitätssprung vorhanden. Zu kaufen gibt es die Triomed-Maske zwar noch nicht, nach ersten Medienberichten in Deutschland Ende Juli ist die Nachfrage aber enorm gestiegen. Die Folge war, dass beim deutschen Händler dieser Maske alles zusammengebrochen ist. Also die Homepage ist zusammengebrochen, der Online-Shop war auf einmal nicht mehr aktiv, weil also die Zugriffsraten wirklich massiv nach oben gegangen sind und der war einfach völlig überfordert mit dem, was hier an Nachfrage kam. Mittlerweile hat er stark aufgerüstet und jetzt funktioniert es auch. Ab Ende August sind die Masken auch in Österreich erhältlich. Eine Packung enthält 5 Stück und kostet 12,60 Euro. Obwohl die Maske fast alle Viren tötet, sollen laut Experten die anderen Corona-Schutzmaßnahmen nicht vernachlässigt werden. Denn einen hundertprozentigen Schutz gibt es bei Medizinprodukten nie. Also weiterhin auf Hygiene achten, gründlich Hände waschen und genügend Abstand halten.